So Leute, willkommen zum nächsten Kampf der Gruppe A. Fanwin Let's Play gegen Trax LP. Natürlich wieder mit dem lieben... Aquaminion, hallo. So, und auf Tims Seite sehen wir einen Sherox, einen Viscogon, einen Panzeron, einen Wummer, einen Grabbit und einen Deden. Und bei Traxo sehen wir Sherox, Togekiss, Altaria, Gardevoir, Aquana und Frostetje. Oh, schön. Er hat sehr große Sympathiepunkte bei mir, einfach weil Frostetje... Ihr müsst wissen, Frostetje ist mein Lieblings-Pokémon. Ich liebe dieses. Dazu noch Altaria und Togekiss, was ja. Oh, ich finde die beiden. Ach, wundervoll einfach. Achso, auch so, mich würde gerne mal so einen Altaria-Flügel kuscheln, weil die, glaube ich, unglaublich weich sein sollen. Ja. Aber der Kampf geht los. So, bin mal gespannt. Tim fängt mit Protoman an. Traxo startet mit Frostetje. Ja. Finde ich sehr schön. Und auch Kia gleich mal wieder. Ein Schutzschild. Jupp. Kommt der Patronenhieb, der Frostetje wahrscheinlich sogar jetzt gekillt hatte. Ja, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Wusstest du, dass man Frostetje, wenn man es kann, gut als Mix-Sweeper spielen kann? Ja. Das kann sogar physische Attacken nennen, das finde ich voll geil. Da kommt der Mega-Ring. Ja, der Mega-Stein, hoppala. Mega-Ring. Brainfart. Ein Protoman wird zu Mega-Protoman. Kehrtwende macht... mehr als der Schaden. Das ist Schaden an Aquana und das an einem Aquana, ich bitte dich. Ja gut, für die physische Defensive ist er nach Tara zuständig. Zu Dedens Namen sagen wir jetzt einfach mal nichts, würde ich sagen. Googelt einfach. Don't drop that. Dann wisst ihr, was wir machen. So, dann kommt der Donnerblitz von Deden. Der hat sogar noch relativ viel Schaden gemacht und das Aquana besiegt. Ja. Ich bin erstaunt. Naja, Deden ist jetzt nicht so schlecht. Ich glaube allerdings, zu dem Kampf sei gesagt, oder zu dem Deden sei gesagt, dass Deden trägt noch das falsche Item. Dass Deden trägt nämlich einen, glaube ich, einen Fokus-Gurt, obwohl es eigentlich eine Beere tragen sollte. Allerdings, da man die Beeren züchten muss und bla, dauert das halt ein bisschen. Hier sehen wir bereits Tim das halt zweite Mega-Sherox-Poker. Mhm. Der altbekannte Starscream, der den Hit jetzt wahrscheinlich frisst wie nix. Jupp, das ist nichts an Schaden gewesen. Ist, glaube ich, mit Überresten sogar fast wieder voll, oder? Na, fast 10 KP. Und Panzeron ist so hart in der physischen Verteidigung, das ist so schlimm. Und streut gleich noch wieder ein paar Stacheln. Da sehen wir Togekiss. Was ich schön finde. Togekiss sieht so fluffig aus. Das ist so schlimm. Ich finde, das ist nicht so hübsch jetzt in 3D, aber naja, Ansichtssache. Ich finde, es hat den Fluffigkeitsbonus. So, kommt wieder Deden. Flammen. Stirbt ihr denn jetzt eigentlich? Nein, Deden steht doch nach einem Crit. Naja, Spezialverteidigung geht ganz gut bei Deden. Ja. Damit erstmal schön das Togekiss verkauft. Vielleicht lebt es das jetzt auch noch, war ja eben voll. Das gibt's doch nicht. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ein Deden ein Flammen von einem Doppelcrit. Ja. Das ist hart, das ist echt hart. Sägesang auf dem Togekiss, das ist auch was Neues. Da kommt Diggersby da. Den Insider kennst du, glaube ich, auch nicht, ne? Nee, leider nicht. Erkläre ich dir mal, ne, wo er herkommt später. So, kommt das zurück zu Sherox. Zum Mega-Sherox. Kommt der Stromstoß. Und der, glaube ich, noch. Ja, relativ viel Schaden, ne? Von einem der. Nicht krassesten. Pokémon im physischen Angriff der 6. Generation, denke ich mal, oder? Ja, Krabbit ist so ein geiles Pokémon. Das ist so stark. Und da kommt der altbekannte Patronenhieb, der wieder nur, genau glaube ich, dieselbe Schadensmenge macht. Das ist cool. Das hat was. Sherox zeigt uns seinen Durchbruch, der allerdings auch, naja, Starscream vielleicht so ein leichtes Schmunzeln abbringt. Naja, das hat er so gekitzelt. Naja, gut, liegen nochmal Stachler. Gut. Ist halt einfach blöd für den Trax, denn. Das ist alles nicht so passend. Da kommt Altaria. Ich denke mal, wir sehen jetzt von Altaria gleich irgendeine Feuerattacke. Wäre zumindest naheliegend. Denke mal. Und Altaria hat auch so einen Fluffigkeitsboden. Ja, es ist einfach flauschig. Also, ich würde sehr gerne mal so Altaria-Flüge knuddeln. Zoidberg? Ah, okay. Zoidberg, das so altbekannte Wummer. Drachentanz. Das Vieh ist so klein. Ein Physisch, bloß ist es ein physisches oder ein offensives Altaria, dann fang ich an zu lachen. Interessant.
Ist echt interessant, sowas mal zu sehen. Ich glaube, das ist auch nicht so gut in physischen. Nee, ich glaube, speziell ist besser. Oh, Drachen. Ja, natürlich. Damit war zu rechnen. Jupp. Das ist halt einfach ein fucking Wummer. Dass er mal fucking Mega-Wummer hat. Mhm. Und den Nebenort offensichtlich trägt. Natürlich. Da kommt gerade. Bei dem die Mega-Entwicklung leider nicht möglich ist. Nee. Oh Gott, eigentlich habe ich einen Shiny Gardevoir, aber das wird nämlich zum schönen schwarzen Gardevoir in der Mega-Entwicklung. Ja, das ist wirklich. Freue ich mich schon sehr darauf, das mal benutzen zu können. Und Solberg wurde besiegt. Ja, gut, das ist halt. Leider ist Wummer echt fragil. Also, das stirbt relativ schnell. Ja. Wobei es physischen Attacken noch besser standhält, glaube ich, als speziellen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das. Ich weiß nur, dass das viel monströsen Angriff hat. Xerox Ditto. Entschuldigung. Da kam der Brawler in mir durch. Und natürlich, ja. Was heißt natürlich, Traxxus, Xerox greift leider etwas früher den kürzeren. Ja, leider. Da kommt Togekiss. Paralysiert. Und tot. Besiegt meine ich. Ach nee, ja. Fast. Fast. Das Problem an einem Togekiss ist einfach, oder das neue Problem an Togekiss ist, es ist halt Hyp. Und dann hat Xerox mit dem Patroniball einen unheimlichen Vorteil. Ja. Weil einfach, durch den Patronib ist halt Priorität immer. Und deswegen kommst du eigentlich immer durch. Und da Togekiss leider echt mal den Kürzeren gezogen. Tja. Ich finde auch, also der Fintyp ist gut eingesetzt, aber irgendwie nicht OP. Ja, nee, also würde ich jetzt auch nicht sagen. Also da gab's schon. Ja. Kunstpause, erstmal eine Kunstpause. Ja. Und da geht auch leider, glaube ich, das Frostetto down. Yep. Jetzt ist Gardevoir, glaube ich, das letzte, das er hat, nicht wahr? Ich glaube auch, ja. Gardevoir. Weil dieses Patronenhieb nicht so viel wegsteckt, wahrscheinlich. Ich denke mal nicht, denn Gardevoir ist ebenfalls sehr fragil und nur in der speziellen Defensive ordentlich und zu gebrauchen. Und noch dazu, ja. Tim, du alter Lacker. Naja, gut. Das war der nächste Kampf in Gruppe A. Dir danke, Acrimony, fürs Mitkommentieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bye.